Claudelle Deckert, traurige Babybeichte. Seit über 4 Jahren ist Claudelle Deckert mit ihrem Mann Oliver verheiratet. Und die beiden sind total happy. Zum großen Glück fehlt da eigentlich nur eines, gemeinsamer Nachwuchs. Doch im Interview mit Intuch und Lene macht Claudelle Deckert jetzt eine Beichte, die sicher einige Fans traurig macht. Claudelle Deckert, Nachwuchs war in der Vergangenheit mal Thema. Nachwuchs war in der Vergangenheit mal Thema. Ich glaube, viele Frauen haben das Gefühl um die 40 nochmal. Bei meiner Mutter war das genauso. Man denkt eben, bald geht es nicht mehr und man sollte die Chancen nochmal nutzen. Aber das war nur ein kurzer Gedanke. Jetzt ist das nicht mehr so. Den Wunsch nach einem Baby hat Claudelle Deckert aufgegeben. Über ihre Entscheidung ist die Schauspielerin aber happy. Claudelle Deckert, wenn ein Kind auf die Welt kommt, ändert sich eben alles. Ich bin froh, dass ich heute eine erwachsene Tochter habe. Ich musste mich früher natürlich als Mutter auch einschränken. Wenn ein Kind auf die Welt kommt, ändert sich eben alles. Jetzt ist meine Zeit und ich kann wieder Dinge machen, die mit einem Kleinkind oft schwierig sind. Das genieße ich, verrät Claudelle Deckert weiter. Denn auf die Frage, was 2018 bei ihr ansteht, erzählte der unter uns Star, ich will mich weiterbilden. Möchte mehr Yogastunden machen und auch einen ayurvedischen Kochkurs machen. Außerdem will ich mich auch noch mehr dem Schauspiel widmen. Ich möchte ein neues Demoband rausbringen und mich wieder mehr als Schauspielerin präsentieren.